damit sind alle Pferde in den Boxen. Und Boxen auf zum Wettkontor München, großer Preis von Bayern, Europa Gruppe 1. Das Feld auf der Reise kommt jetzt hier gleich zum ersten Mal vor die Tribünen. Feuerblitz hat das Kommando übernommen. Der führt gemeinsam mit Baltic Rock und mit Earl of Tinstall. Das sind die vorderen drei Pferde. Und jetzt kommt das Feld hier an ihnen vorbei mit Earl of Tinstall an der Spitze vor Baltic Rock und Feuerblitz. Bisschen Unterstützung hilft den Reitern natürlich. Da freuen die sich drauf. Earl of Tinstall vor den Tribünen jetzt also vorne. Dahinter Baltic Rock. Feuerblitz ist dritter. Viertes Pferd Artempo. Fünfte Temida und Caitania folgt am Schluss des Feldes. Im Riemerbogen, Earl of Tinstall, der macht sich das Rennen hier selber, geht von der Spitze, will da nichts anbrennen lassen. Zweites Pferd dahinter, das ist Baltic Rock. Dritter ist Feuerblitz, zwei Längen Abstand, dann bis zu Artempo. Wiederum zwei Längen zu Temida und zu Caitania am Schluss des Feldes. Das jetzt die Gegenseite erreicht hat, bei anständiger Fahrt führt Earl of Tinstall mit anderthalb, zwei Längen Vorsprung auf Baltic Rock. Dritter ist Feuerblitz, Artempo vierter, fünfte Temida und sechste Caitania. Das Tempo nach wie vor anspruchsvoll. Vorne Earl of Tinstall mit zwei Längen vor Baltic Rock. Da gibt es keine Veränderungen. Feuerblitz, innen ist dritter, vierter Artempo, fünfte Temida und sechste nach wie vor Caitania. Der Schlussbogen wird bereits anvisiert unter der Führung von Earl of Tinstall. Baltic Rock, der ist weiter in zweiter Position, hat den Favoriten fest im Blick. Feuerblitz in den dritter, dahinter Artempo, der lässt sich schon ein bisschen anfassen, lässt sich auffordern. Temida ist fünfte, Caitania lauert am Ende des Feldes. Vorne weiterhin der Earl vor Baltic Rock. Auch da muss Gary Hines schon ein bisschen nachfassen. Dafür rückt jetzt in den Feuerblitz wieder besser auf. Earl of Tinstall bringt das Feld jetzt in die Zielgerade. Earl of Tinstall vor Feuerblitz, dahinter Baltic Rock. Temida rückt jetzt auf. Und dann hat es da einen Zwischenfall gegeben. Da ist Artempo aus der Partie. Vorne Earl of Tinstall. Jetzt kommt aber Feuerblitz und jetzt kommt Temida. Feuerblitz geht nach vorne mit Temida. Vorbei am Earl. Vorne ist Temida mit Feuerblitz. Temida an der Spitze vor Feuerblitz. Temida vor Feuerblitz und Earl of Tinstall. Der kann jetzt nicht mehr folgen. Temida vor Feuerblitz und Temida ist hier auf der Siegerstraße. Temida vor Feuerblitz. Temida mit zwei Längen vor Feuerblitz und da brennt nichts mehr an. Temida gewinnt das Rennen als längste Außenseiterin. Vor Feuerblitz, dritter Earl of Tinstall, vierte Caitania, fünfter Baltic Rock und Artempo, der hat sich verletzt eingangs zur Geraden, musste angehalten werden. Und der vorläufige Richterspruch im Wettkorntor München, großer Preis von Bayern. Es gewinnt mit der Programmnummer 3, Temida. Zweiter, die 5, Feuerblitz. Und dritter, die 2, Earl of Tinstall. 3, 5 und 2.